Kapitel 2. Heute das Medizinsystem. Die drei Standards. Wer die Diagnose Krebs erhält, wird für gewöhnlich unter Schock stehen. Diese Diagnose gleicht mental nicht selten einem Todesurteil und Menschen werden unsicher, bekommen Angst und sehen ihre verbleibende Zeit förmlich davonrennen. In solch einem Horrorszenario hat man zum einen kaum die Zeit und Energie, sich mit den Intrigen seitens der Medizinindustrie oder möglichen Alternativen zu beschäftigen, und resultierend aus der sich ergebenden Unsicherheit und dem Gefühl von Hilflosigkeit wird man auf der anderen Seite den vertrauensvollen Worten des Arztes, der oft als allwissend betrachtet wird, seine ganze Hoffnung widmen. Und diese Hoffnung führt in der Regel zu den drei immer wieder gleichen Resultaten. Diese sind Chemotherapie, Bestrahlung und Operation. 2.1. Chemotherapie. Sehen wir uns also zunächst einmal die Chemotherapie an und beginnen wieder ganz am Anfang mit dem Stichwort Senfgas. Senfgas, eine der ersten chemischen, in Kriegen eingesetzten Waffen, welches für schätzungsweise mehrere Hunderttausende von Toten im Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht werden kann. Das Genfer Protokoll von 1925 verbot den Einsatz chemischer und biologischer Waffen seitdem. Jedoch war es weiterhin erlaubt, diese zu entwickeln, herzustellen und zu lagern. Und so kam es, dass die USA 1943 während des Zweiten Weltkrieges über ein Schiff namens SS John Harvey an die 70 Tonnen Senfgas nach Europa verfrachtete. Das Schiff wurde durch einen deutschen Luftangriff versenkt, wodurch die 70 Tonnen Senfgas in der Bucht von Bali explodierten. Dies hatte zahlreiche Opfer zur Folge. 83 Soldaten und geschätzte 1000 Zivilisten verloren ihr Leben. Anhand der Toten, die daraufhin untersucht wurden, machten die Forscher eine Entdeckung. Festgestellt wurde eine verhältnismäßig gravierende Reduzierung weißer Blutkörperchen in den Lymphknoten sowie im Knochenmark der Untersuchten, also in den Bereichen, wo beispielsweise bei Lymphknotenkrebs das Zellwachstum im Normalfall drastisch gesteigert ist. Aus diesen Entdeckungen ergab sich folgende These: Bestimmte Krebsarten lassen sich scheinbar durch Senfgaschemikalien bekämpfen. Dass die Menschen, dessen Krebs durch das Senfgas supprimiert wurde, allesamt, aber gleichzeitig durch die gleiche Chemikalie, getötet wurden, spielte offenbar bei der Anerkennung des Heilungserfolges eine untergeordnete Rolle. Infolge dieses Ereignisses fanden unter militärischer Geheimhaltung weiterführende Forschungen statt und so dauerte es nicht lange, bis die erste Chemotherapie entwickelt wurde. Diese basierte, Sie werden es erraten, auf Senfgas. Unter anderem forschte das Memorial Sloan Kettering Cancer Center als Vorreiter an dieser Therapie. Nach 3 Jahren Forschung ging dieses Konzept an die Fachbereiche der Onkologie und damit an die Öffentlichkeit. Ein Durchbruch? Ja, so schien es. Die Realität aber war ernüchternd, als sich nach ersten Behandlungen schon bald die drastischen Nebenwirkungen offenbarten. Die Patienten erlitten Übelkeit, Anämie und unter einem enorm geschwächten Immunsystem, was weitere Symptome zur Folge hatte, sodass schlussendlich von einem regelrechten Zerfall des Körpers wie auch von einem Versagen der körperlichen Funktionen die Rede sein musste. Schlimmer noch, behandelte Tumoren kamen nach einer bestimmten Zeit oftmals wieder zurück. Es folgten abscheuliche Experimente. Auch an Kindern, welchen man zu Forschungszwecken fragwürdige Präparate verabreichte, um dessen Wirkungen zu erforschen. Viele von den Probanden erlitten neurologische Schäden. Auffallend war zudem, der Krebs kam jeweils oft zurück. Aus diesem Grund wurde der hier erwähnte Forschungsansatz bald für längere Zeit auf Eis gelegt. Doch einige Jahre später fing genau dieser Prozess, wenn auch aus verschiedenen Richtungen, wie etwa der molekularbiologischen, wieder von vorne an. Das Resultat? Sehen Sie sich die Standards der Therapieformen für Krebs an. Operation, Bestrahlung und Chemo. Gehen wir nochmal kurz auf die erwähnten Nebenwirkungen ein, die hier bei weitem nicht vollständig aufgezählt wurden. Wir erinnern uns an den Ursprung der Chemotherapie, Senfgas. Glauben wir wirklich, dass dieser Stoff, eine chemische Waffe, unseren Organismus tatsächlich Heilung bringen kann? Es handelt sich um Gift, die Wirkung ist durch und durch toxisch. Der Sinn einer Chemotherapie ist, schnell teilende Zellen zu zerstören. Krebszellen teilen sich in der Regel sehr schnell. Das ist der Ansatz. Diese sich schnell teilenden Zellen sollen gezielt zerstört werden. Dabei kann von gezielter Zerstörung aber kaum die Rede sein, denn es gibt selbstverständlich weitere Zellarten, die sich schnell teilen, wie etwa Hautzellen. Denken Sie, nur weil diese Zellen von Nutzen sind, werden sie nicht genauso wie die Krebszellen attackiert? Die allgemeine Zellteilung wird damit reduziert und das betrifft den gesamten Organismus. Ergo, es werden zwar die Krebszellen wie gewollt attackiert, mit ihnen aber auch alle anderen lebensnotwendigen Zellen, mit gravierenden Folgen für den Organismus.
Zunächst wird die Blutproduktion reduziert, damit auch der Sauerstofftransport. Die normale Funktion gesunder Zellen, welche mit Sauerstoff arbeiten, aerob, wird verhindert. Das wiederum betrifft den gesamten Energiestoffwechsel. Adenosintriphosphat, ATP, wird nicht mehr ausreichend produziert. Das ganze Immunsystem wird attackiert und schlussendlich sterben viele Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, nicht am Krebs selbst, sondern beispielsweise an einer banalen Erkältung, die ihr nicht oder kaum noch vorhandenes Immunsystem einfach nicht mehr abwehren kann. Das wiederum schönt die Statistik, welche auf Tod durch Krebs verweist. Es kommt vor, dass eine Chemotherapie zunächst tatsächlich die gewünschte Wirkung zeigt. Doch nicht selten kommt der Krebs zurück, manchmal Jahre später. Medizinisch als geheilt gilt jedoch, wer 5 Jahre ohne Krebs geblieben ist. Das wiederum, Sie ahnen es, schön die Statistik. Bedenken Sie, dies war nur eine sehr einfache Darstellung, was während einer Chemotherapie geschieht. Das, was während einer Chemotherapie im Organismus tatsächlich vor sich geht, ist komplexer und könnte in einem eigenen Buch aufgearbeitet werden. Doch wieso wird die Chemotherapie bei diesen Nebenwirkungen und Rückfallquoten dann als Standardbehandlung angeboten und durchgeführt? Die Antwort auf diese Frage würde wohl die Mehrheit der Menschen erschrecken oder zweifeln lassen an einer ganzen Weltordnung, doch nach den oben genannten geschichtlichen Aspekten eigentlich nicht verwundern. Zumal die langfristige Überlebensrate nach 5 Jahren bei einer Chemotherapie bei guten 2% liegt. Dr. Ralph Moss schrieb zudem: Man stellte fest, dass die Menge an toxischen Chemikalien, die benötigt wird, um auch noch die letzte Krebszelle zu töten, den Patienten töten würde, lange bevor der Tumor beseitigt ist. Ich erinnere mich an die Geschichte eines gefeierten Chemotherapeuten am Sloan Kettering, der herausfand, dass er im fortgeschrittenen Stadium Krebs hatte und daraufhin seine Kollegen bat: Tut, was ihr wollt, aber keine Chemotherapie. Es war ein offenes Geheimnis, dass ein Funktionär des Sloan Kettering seine Mutter zu einer alternativen Behandlung nach Deutschland schickte. Das vielleicht seltsamste an der Chemotherapie ist, dass viele dieser Medikamente selbst kanzerogen sind. Das mag dem Durchschnittsleser erstaunlich erscheinen, dass Medikamente zur Krebsbekämpfung selbst Krebs verursachen, doch das ist eine unleugbare Tatsache.